Hallöchen und zurück bei Reign of Kings. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, wir haben eine Axt. Wir haben eine Axt und ich kann jetzt Bäume fällen. Will ich das hier machen? Ich weiß nicht. Eigentlich gibt's keinen sicheren Ort. Ich packe jetzt meine Axt aus und werde diesen Baum niederprügeln. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn für eine Werkbank. Muss ich mal gucken. Woodtax. 20. Wie viel zieht denn der mir ab? Das ist ja eine Unverschämtheit. Vor allem, warum wollen die hier immer die, warum wollen die immer hier die Leute versklaven? Wenn der doch auch schon hier die Steuern kriegt. Naja. Ich muss gleich mal gucken, was eine Werkbank, kostet an Ressourcen. Dann bauen wir uns eine. Und dann würde ich echt ganz gerne gucken, ob wir uns nicht ein klitzekleines Häuschen bauen. Es muss ja echt gar nicht so riesig groß sein, aber ich möchte einfach irgendwie sicher sein. Und ich will eine Tür. Kann ich hier auch noch draufschlagen? Oh, ja, kann ich. Kann ich theoretisch, bringt mir nur nichts. Alles safe? Alles safe. Gut, gucken wir mal. Wo haben wir denn die zauberhafte Werkbank? Ja. Weapon. Bin ich schon vorbei? Ich bin schon vorbei, oder? Ich sehe das dumme Ding nicht. Armor. Ah, okay. Hier kann ich alles zusammenklappen. Ich sehe keine Werkbank. Woodchest. Container. Justice. Nö. Ich sehe sie nicht. Ich bin blind. Ich bin blind und dumm. Workbench, da. What do you need? Was? Kann ich mir schon eine craften? Aber will ich die hier craften? Also es muss ja nicht mal der endgültige Platz für das Häuschen sein, was ich haben will. Aber es muss auch nicht so direkt hier auf dem Präsentierteller sein. Ich meine, das ist natürlich die Frage, wo ist es nicht auf dem Präsentierteller? Weil in jeder Ecke hat sich hier schon jemand niedergelassen. Wir haben einen Stein und rutschen darunter. Hilfe. Na gut, ich prügel hier nochmal ein bisschen auf den Baum ein, weil man kann ja nie genug Holz haben. Kann ich eigentlich gedrückt halten? Ah, ich kann gedrückt halten. Ich bin immer wie doof am Klicken. Nett. Puh, ja, aber ich denke mal, man will ja auch seine Werkbank irgendwo hinbauen, wo man auch sein Häuschen hinstellen möchte. Ich meine, hier ist ein netter Ort, aber... Huch. Ich schlag mal weiter auf den Baum ein. Jetzt kullert der mir doch bestimmt da runter. Boah. No! Baum! Bleib hier! In der Luft hacken! In der Luft hacken! Huch, wo ist er? Baum? Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass der auf mich draufkracht. Er ist weg. Ich drücke immer die falschen Tasten hier. Ja, prügeln mal auf den... Ich muss noch mal was essen. 3. Ey, Fettsack, lass den Käfig in Ruhe. Dieser Gamer Marcel, der ist überhaupt nicht nett. Ist das uncool? Finde ich nicht gut. Weiß nicht, findet ihr das gut? Okay. Weiter geht's. Ach nee, ich wollte ja diesen Baum hier niederprügeln. Ich sammle jetzt mal Holz. Und dann brauche ich ja so, so Holzblöcke, ne? Aber ich brauche schon da bestimmt eine Trizillion Holzdinger für. Ich weiß gar nicht, wie das alles tragen kann. Oh, wie viel Holzsteuer darunter geht. Der König davor war nicht so habgierig. Boom. Boom. Aber ich finde es echt krass, dass diese Survival-Games ja so auf dem Baum bleibt liegen. Er stellt sich wieder auf. Nee. Das ist... Boah. Die Bäume verschwinden immer. Was war da? Was? Baum? Ach. Lass es einfach geschehen.
Das. Ich lass mich einfach nicht mehr ablenken von diesem Baum. Oh Gott! Der schlägt mich noch. Darf ich meinen Satz zu Ende führen, scheiß Baum? Diese Survival-Games so auf dem Vormarsch gerade sind. Ich konnte ja... Fettsack, hör auf, du kriegst Peitschenschläge. Auf was für einem Server sind wir denn hier gelandet? Hm? Shades of Grey oder was? Okay, ich habe absolut kein Interesse daran, diesen komischen Gamer Marcel oder wie der da heißt, zu treffen. Der ist mir zu anti, wisst ihr? Schwere Knochen, schwere Knochen. Sehr gut, sehr gut. Okay. Hier ist kein Ort für mich, sage ich jetzt mal. Nee, also, hör auf ihn, ich bin auch auf seine... Ein anderer Spieler. Ich muss hier weg. Scheiße. ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Ich muss hier ganz weg, es ist ja nicht... Ich glaube, hier ist es nicht gut. Ich bin auch automatisch leiser, als ob der mich hören würde, weißt du, wenn ich hier quatsche. Wahrscheinlich habe ich ja... Meine Theorie nach ist ja der Chat bei mir die ganze Zeit an und man hört mich die ganze Zeit quatschen. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Wenn ich hier oben bin, drehe ich mich um. Hä? Boah, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Nice! Survival Games sind auf dem Vormarsch oder sind schon fast wieder out wahrscheinlich. Ich konnte mich damit nie so anfreunden, muss ich wirklich sagen. Also so The Forest, ich habe Angst vor den Eingeborenen. Ich fühle mich da nicht wohl. Ja, Stranded Deep ist soweit ganz okay, also macht einen guten Eindruck. Ich gucke mir auch gerne Videos dazu an, aber selber spielen hätte ich jetzt auch keine Lust. Das ist mir doch irgendwie zu doof mit dem Hin- und Hergegurke und dass man nicht so viel tragen kann und so. Weiß ich nicht. Bin ich irgendwie... Jetzt bitte bleib liegen, du blöder Baum. Hat mich jetzt so nicht zum selber Spielen angeturnt irgendwie. Ja, und dann kam das Game hier. Ich habe das vor kurzem eben erst entdeckt und dachte mir, oh, pff, macht einen guten Eindruck. Ja, und jetzt spiele ich das hier. Ich meine, es ist ja, ist es klassisches Survival irgendwie? Man muss ab und zu mal ein bisschen gucken. Ja gut, es ist schon Survival, wenn man hier so blöde Mitspieler hat, die so garstig zu einem sind. Mein Gott, Junge. Angst, dass der Typ hier hinkommt. Blopp, alles kaputt. Alles kaputt. Und hier nochmal. Ich darf nichts hinterlassen. Keine Spuren. Ja, Werkbank. Ist die Frage immer noch. Platzieren wir die direkt? Ich muss nochmal schauen. Dass ich immer runterrutsche. So. Hier, Low Quality Building Material. 15 von 10. Hier kann ich mir Matsche machen und hier kann ich mir... Ja. Brauche ich denn eine Werkbank? Low Quality. 15 von 10? Aber ich habe doch mehr Holz. Scheinbar brauche ich doch eine Werkbank. Behaupte ich jetzt einfach mal. Was kostet eine Tür? 100. Ich vertraue den Leuten, die mir die Info gegeben haben, dass ich erst eine Werkbank brauche. Ihr werdet jetzt alle schon wissen. Ich hoffe, es geht euch auch nicht zu sehr auf den Sack, dass ich so gar keine Ahnung von diesen Games habe. Ich meine, es ist vielleicht auch mal ganz nett, als wenn jemand immer sofort weiß, was alles geht. So können wir das gemeinsam Stück für Stück entdecken. Eigentlich finde ich es hier ganz nett. Hier wachsen Beeren. Aber wahrscheinlich ist es um nächste Ecke eh schon wieder ein anderer, der am Bauen ist. Komm, take it. Stell dich in den Busch rein. Hab ich's? Okay, wir prügeln einfach mal drauf ein. Vor allem muss es auch irgendein Ort sein, den ich auch wiederfinde. Von daher habe ich eigentlich schon daran gedacht, ob ich nicht, ja, nicht in der Nähe vom Schloss, aber zumindest, dass ich das Schloss als Anhaltspunkt nehmen kann. Wisst ihr? Und ich klicke hier schon wieder, wie doof. Ich muss nur gedrückt halten. Dass ich sagen kann, ah, okay, rechts vom Schloss, ungefähr da in die Richtung war mein Häuschen. Das wäre schon gut. Baum fällt. Dauert nicht so lange, ich prügel weiter auf ihn ein. Weiter, weiter, weiter.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das Spiel noch alles so zu bieten hat. Das ist ja wirklich noch in der Anfangsphase und es kommen ja, denke ich mal, regelmäßig Patches raus, die wahrscheinlich aber auch unseren Spielstand. Oh Gott, ich dachte, da hinten wäre ein Bär oder so. Ist kein. Das ist ein Bär! Oder ist das nur ein komisch geformter Stein? Ich bin verunsichert. Das ist ein Bär. Oh! Gehen wir in diese Richtung. Oh mein Gott. Es gibt Bären. Also Bären. Nicht Bären. Kann ich den umgehen? Ja, hier haben alle schon wieder ihr Häuschen gebaut. Ich meine, wenn es danach geht, brauche ich hier wahrscheinlich gar nicht. Oh. Brauche ich hier gar nicht so großartig rumlatschen und sagen so, ich möchte eine unberührte Stelle. Ich bin eh schon wieder viel zu spät dran, als dass ich hier noch großartig unbeflecktes Land finde. Von daher sollte ich mich vielleicht einfach mal irgendwas aussuchen und sagen, so, das ist es. Oh, wie nett. Ich werde aber erstmal hier hochklettern. Ich muss einmal gucken, ob ich nicht, ob ich nicht das Schloss hier irgendwo im Blick habe. Oh, hier wurde überall schon gebaut. Oh, hier ist aber auch schön. Oh, hier hat schon jemand sein Haus. Weiß ich nicht, will man das? Die können einen ja auch überfallen. Hallo? Oh nein, oh nein. Disconnect. Server disconnect. Hm. Okay. Ich kann hier alles nachlesen. Der Chat funktioniert noch, aber ich kann mich kein Stück mehr bewegen. Ich kann nichts machen. Ah, die Waffen kann ich noch wechseln. Das ist ja nett. Ja, ich denke mal, der Server schmiert gerade ab. Ja, genießen wir doch diese Aussicht. Da oben ist ja auch noch so ein Bunkerding. Genießen wir diese Aussicht. Ohne einen hässlichen Bunker im Bild. Ach, wie dumm. Ja. Ich denke mal, das bedeutet, der Server ist Matsche und wir gucken gleich mal. Ich sag mal, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ja, der Server hatte sich verabschiedet. Ich weiß gar nicht, hier waren wir doch gar nicht. Hier haben wir uns doch gar nicht ausgeloggt. Ich bin ein bisschen irritiert, aber wir haben noch all unseren Krempel. Vielleicht bin ich ja doch noch weiter gerannt, ohne es gemerkt zu haben. Und ich laufe jetzt wieder zurück. Den falschen Weg. Ja, doch, an den Berg erinnere ich mich. Kann ich das hier abtragen? Bist du irgendwas? Nö. Ich könnte mir aber auch eine Spitzhacke mal machen. Trotzdem. Da können wir dann Clay mit abtragen. Gehe ich stark von aus. Aber uns fehlt mal wieder Stein. Ich habe vergessen, dass die einzig schwierig zu findende Ressource. Ja, ich muss vielleicht die Augen aufhalten, was Stein angeht. Behalte ich die Axt draußen? Ich weiß nicht, ist das schlau? Ist das schlau? Und wo finde ich Stein? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Bist du Stein? Du bist Stein. Nee, du bist Busch. Du bist Stein. Schön. Zwei Steine haben wir jetzt. Hm. Also ich fände es super, wenn man irgendwie so ein bisschen eine Community hätte, die doch eher darauf aus ist, sich gegenseitig zu helfen, anstatt sich in irgendeiner Weise mal direkt platt zu machen. Würde ich begrüßen, definitiv. So, wie lange habe ich denn gerade aufgenommen? Weiß ich gar nicht. Na gut, wird schon seine 20 Minütchen werden, gehe ich mal von aus. So, du bist doch Stein, was ich mitnehmen kann. Ein Riesenbrocken. Du auch. Ich bin so froh, dass ich das jetzt endlich gelernt habe, was für Stein man einsammeln kann und was nicht. Hier, alles voller Steine. Und ich bin immer und immer wieder dran vorbeigelatscht. Ich kann mich hier gar nicht retten vor Stein. Ich müsste echt mal gucken, ob es eine Karte gibt. Mich würde das echt mal interessieren, wie groß das hier alles ist. Da hinten hat doch bestimmt auch jemand schon gebaut. Oder kann man überhaupt schwimmen? Ich traue mich gar nicht. Wahrscheinlich bleibt man dann irgendwo hängen oder so. Oder er säuft. Jämmerlich. Beeren kann man immer gebrauchen. Gut, ich habe jetzt schon ein bisschen Stein gesammelt, aber wahrscheinlich noch nicht genug. Ich hoffe, der stürzt mir hier nicht ab, wenn ich ein bisschen wie so eine Bergziege hier am
an den Klippen herum springe. Springst du? Ah ja, wollte gerade sagen, kannst du nicht springen oder was? So, der Plan ist weiterhin, dass wir uns ein kleines Häuschen bauen. Da ist Stein. Stein und hohe Klippen. Da unten liegt auch was. Ich könnte mir natürlich auch die Werkbank von einem anderen klauen, aber ich weiß gar nicht, inwieweit man die Woodstacks dann mit sich schleppen kann und wie viele. So, Stein. So viel Stein. Ich weiß gar nicht, wie viel Stein ich habe. Man kriegt ja immer einiges. Und wieder mal bin ich dankbar, dass ich hier gerade keinem über den Weg laufe. Ich sollte aber nicht das nicht zu laut sagen, weil dann passiert es natürlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, immer noch Steinchen sammeln. Stone Tucks. Ja, wir können mal hier unten lang latschen. Aber wie krass, dass es auch Beeren hier gibt. Wie übel. Oh. Eine Werkbank und eine Kochstelle. Ist natürlich auch clever. Hier. Also meine ich wirklich. Man ist hier in so einer Nische. Also in so einem... Man wird gar nicht so gesehen. Und die Sonne geht schon wieder unter. Bäh. Könnte ich ja schon wieder kotzen. Ich meine, es ist ja zum Glück nicht so lange dunkel. Das ist ja schon... Ist vollkommen okay. Aber... Nimm den Stein. Warum sammle ich jetzt nochmal Stein? Ach so, wegen der Spitzhacke. Boah, ich bin der unaufmerksamste Mensch der Welt. Ich vergesse selber, was ich hier tue. So. Und wir sliden hier langsam runter. Komm, crafte. Ich habe mal wieder keinen Platz. Es ist doch nicht zum Aushalten. Brauche ich das? Ja, natürlich brauche ich das alles. Kann ich das wegschmeißen? Ich habe jetzt die geile Axt. Flachs. Hm. Ich will davon nichts wegschmeißen. Ja, mein scheiß Bett. Ich hab's ja schon gemacht, ne? Jetzt kann ich... Ach komm, die Fackeln, die braucht doch echt niemand. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, dass ich Platzprobleme... Ich mache mir die Spitzhacke noch nicht. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich gleich keinen Platz für die Werkbank habe. Ich meine, die stellt man ja eh einmalig hin. Ich kann Sachen rausschmeißen, die Werkbank aufbauen und dann hat sich das. Aber naja, ich brauche die Fackeln eh nicht. Oh, hier sind wir wieder. Hä? Oder was heißt wieder? Niemand? Nein? Doch, hier war doch die Ecke, oder? Boomhead adjusts text to... Hat er die erhöht? Mies! Und es fängt an zu regnen. Voll gut. Was ist das denn? Eine umgeschmissene Feuerstelle. Ja, hier kann man sich natürlich niederlassen. Das Gewitter... ich würde sagen, dann fälle ich einfach nochmal ein paar Bäumchen, oder? Schauen wir mal. Aber wie cool, dass es auch Regen gibt. Aber man sieht den gar nicht, oder? Man sieht den nur ein bisschen auf der Linse. Kommt wahrscheinlich alles noch. Hack dir Holz vor ein Häuschen. Ich sag's euch, ich bin da genauso schlimm wie mit dem Charaktererstellung, dass ich mich nicht entscheiden kann, wo ich denn, oh Gott, ich dachte, da kommt jemand angerannt. Bleib hier! Dass ich nicht weiß, wo ich mein Häuschen hinpacken soll. Ah, der kegelt mir doch jetzt eh da runter. Also ich bin schneller. Schneller! No! Wir rennen dem Baum hinterher. Das war's. Dankeschön. So. Okay, hier ist ein kleiner... wo ist denn... Mich würde es jetzt echt mal interessieren, wo dieser... wo das Schloss ist. So ein bisschen als Orientierungshilfe. Ich meine, hier wäre vielleicht auch eine gute Idee, sich schlafen zu legen und zu hoffen, dass hier, dass man hier nicht gefunden wird. Oh, ein Bach. Voll schön. Hui. Ersoffen. Okay. Oh, hier ist es aber echt schön. Aber, ja, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen der Anhaltspunkt. Ich sehe stark die Gefahr, dass ich... Und hier ist auch ein Haus. Dass ich nicht zurückfinde. Wahrscheinlich bin ich jetzt gleich schon am Königsfelsen, will ich immer sagen. Wir sind ja nicht bei König der Löwen, ey. ja, beim Schloss.
Hui. Schöne Stelle hier mit dem Flüsslein. Ja, nee, ich muss mich auf jeden Fall jetzt erstmal orientieren. Bevor ich jetzt noch irgendwelche Bäume fälle. Clever. Aber. Wo wir sind und wo das Schloss ist, erfahren wir, denke ich, beim nächsten Part. Oh, schön. Huch, ich sollte gucken, wo ich hinlaufe. Wahrscheinlich springe ich gleich direkt einen Bären in die Arme oder so. Und dann bin ich tot. Dann kann ich alles von vorne machen. Ich meine, ich habe ja noch nicht. Ich bin hungrig. Ich habe ja noch nicht so ultra viel geleistet, dass ich jetzt sagen müsste: Oh mein Gott, alles weg! Was für ein Verlust! Ja, seht euch den schönen Sternenhimmel an. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!